Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Oldtimer Blond hier. Nach dem ganzen Mopeds, die ich euch schon vorgestellt habe, wurde es mal an der Zeit, dass ich euch ein Auto präsentiere. Und da habe ich heute für euch den Audi 100 Avant Sport Quattro mitgebracht. Mein Video werde ich in zwei Teile aufteilen. Heute ist der erste Teil, wo ich euch die äußeren Merkmale präsentiere. Und später folgt noch ein zweites Video, wo ich euch dann den Innenraum zeige und wo wir dann auch gemeinsam eine Probefahrt machen. Deswegen abonniert meinen Kanal, damit ihr auch den Teil 2 des Videos sofort mitbekommt, wenn er hochgeladen wurde. Audi 100 Sport Quattro ist ein Sondermodell der Audi 100 Serie. Zu den äußeren Merkmalen vom Audi 100 Sport Quattro gehören unter anderem die schön ausgestellten Radläufe hinzu. Beim normalen Audi 100 Modell waren sie nicht ausgestellt. Und vor allen Dingen hat man den großen Unterschied hinten am Radlauf. Hier am Sport Quattro Modell ist der Radlauf rundverlaufend und im normalen Audi 100 Modell verläuft der Radlauf gerade. Den Audi 100 zeichnen unter anderem die schönen Zierleisten aus Edelstahl aus. Die verlaufen einmal komplett rund um das Auto, also von den Seiten über das Heck bis hin nach vorne zur Front. Und was das Sport Quattro Modell besonders macht, sind diese 15 Zoll Aero-Felgen. Das sind die Originalfelgen, die habe ich drauf gelassen. Und außerdem beim Sport Quattro besonders ist, dass er einen Lochkreis von 5×112 hat. Der normale Audi 100 hat einen Lochkreis von 4×108. Dann, was das Sport Quattro Modell ebenfalls besonders macht, ist, dass er von Werk aus bereits 20 mm tiefer gelegt ist. Und außerdem zu beachten ist diese aerodynamische Form. Durch diese aerodynamische Form haben wir einen sehr geringen CW-Wert von 0,33. Das ist für die damaligen Verhältnisse wirklich sehr fortschrittlich gewesen. Audi 100 Avant ist Baujahr 1990 und hat aufgrund
des hohen Alters hier und da ein paar kleine Problemzonen. Und zwar geht das einmal hier los mit diesen gewellten Zierleisten. Aufgrund des Alters und der UV-Einstrahlung sind die Knüppel hart geworden und haben sich halt angefangen, hier vorne, hier hinten und hier vorne zu wellen. Dann, wie eigentlich bei jedem alten Auto, haben wir hier und da immer ein paar unschöne Roststellen, die sich halt auch nur schwer wieder beheben lassen und wieder schön machen lassen. Und außerdem, was bei diesem Modell auch das Problem ist, sind diese Klarlackablöser. Die Roststellen können wir halt auch zum Beispiel gut hier an der Chromdachrilling sehen. Überall ist so Flugrost, den man nicht mal wegbekommt. Und hier kommt halt der Rost richtig durch. Genauso wie zum Beispiel jetzt hier zu sehen. Dann schauen wir uns mal das Heck gemeinsam an. Der Audi 100 hat hier ein durchgehendes Heckleuchtenband. Der Vorgänger hat diese Rückleuchten getönt gehabt. Normalerweise sind sie rot-orange. So, und jetzt möchte ich euch mal noch das Herzstück des Audi 100 präsentieren. Im Audi 100 wurde ein 2,3 Liter Fünfzylinder verbaut. Das ist ein Saugermotor mit den Motorkennbuchstaben NF und er hat insgesamt 136 PS. Der Audi 100 hat eine mechanische Einspritzung, hier gut zu erkennen, an dem Mengenverteiler. Und außerdem ist der Bremskraftverstärker hydraulisch unterstützt. Und um Steuern zu sparen, hat der Vorbesitzer des Audi 100 hier einen Kaltlaufregler reingebaut mit einer Euro 2 Norm. Der 5-Zylinder-Motor, das ist eigentlich ein richtiger Dauerläufer. Also dieser hier, der hat schon insgesamt 217.000 Kilometer auf der Uhr, läuft wie eine 1. Und das Einzige, was man an dem Motor beachten muss, dass man halt regelmäßig einmal im Jahr immer den Ölwechsel durchführt. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch mein Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten würde ich mich sehr über Kommentare von euch freuen. Macht's gut!